Also wenn du mir ein Stück Holz gibst, ich kann das einfach da oben draufsetzen. Kein Problem, Minion. Aber ich glaube, das ist nichts, was wir gerade machen können, oder? Naja, außer die Dinger. Aber das funktioniert nicht wirklich. Torch. Hm? Ey, das sind die Suchplakate, die sie nach uns gesucht haben. Gesetzt haben. So rum. Also da ist einer der Eingänge in den Chasm. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich dem jetzt 1:1 folgen möchte. Einerseits könnte ich nämlich jetzt die Schreine fertig machen, bei denen ich letztens realisiert habe, dass mir eventuell der Paraglider fehlt. Andererseits habe ich das hier nie angeguckt. Hier ist ja so ein Ding runtergefallen. Da fragen sich auch alle, was das ist. Aber keiner hat wirklich einen Plan, was es ist. Ah, hallo. Das ist ein Crystal... Ah, Refinery. Alles klar. Good to know, good to know. Well, das Geheimnis hat sich schnell gelüftet, was es ist. Okay. Somewhere at the bottom of a canyon on Hebra. Okay, kennen wir. Das ist in die Depths. Und ich glaube, ich werde das forcen. Also, dass wir das jetzt als erstes machen. Denn... Album mal dahingestellt. Ab. Entschuldigung. Entschuldigung. Oh. Ich möchte ganz gerne so früh wie möglich die Kamera haben, weil ich gehe davon aus, das letzte Ding ist wahrscheinlich das Kompendium. Und das heißt, ich werde wieder absolut alles fotografieren müssen. And I would like to do that really early. Von oben sieht es fast so aus, als wäre das Ding an der exakt selben Stelle, wo es schon immer hingehört hat. Naja, fast. Ah, Pura hat für eine gute Idee gehalten, so, naja, Lametta hinten an den Glider ranzuhängen. Ich habe gerade den Erdbeerkuchen komplett umgeschmissen. Scheiße. So zusammengekippt. Ja, egal. Es besser trotzdem noch. Ah, da wollte ich noch mal gucken. Aha. Das sind also die Updates vom Sky Island, die ich bekommen habe, als ich nachgeguckt habe. Ich sag mal, wie es ist. In dem Zentrum von Hyrule scheint nicht sonderlich viel zu sein. Wait, what? I am not tripping. Es ist da oben. Da ist was. Aber like, richtig weit oben. Also richtig, richtig weit oben. Hm. Ich kann nur XY sehen, oder? Wenn ich... Okay, das sind meine derzeitigen Koordinaten. Aber ich kann jetzt nicht einen Pin hier setzen und sehe dann auf... Nee. Ich kann nicht herausfinden, auf welcher Position sich ein Marker befindet. Das Ding zeigt nur an, wo ich mich gerade befinde. Das sind dieselben Koordinaten wie auf der Minimap. How are you doing? Boah. Als ob der so schnell ausweichen kann, wenn ich den Pfeil schieße. Oh. Hallo.
Welcome to Rolling Passages. Okay, hält einfach an. Stop looking at me like that. It might be, I like, might be alone, but my best friend is right here. Ah, yes. There's no cock like horse cock. Hateno Village is finest. Ich wollte gerade sagen, du hast doch bestimmt Milch. Wunderbar. Wir haben Milch, damit haben wir eine der Sachen komplett, davon ausgehend, dass Wild Greens die Herbs sind, hoffe ich. Oder einfach irgendeine Art von Grünzeug. Aber sie war basically einer der Best Finds, die ich hätte haben können gerade. Ich habe von nichts wirklich jetzt so unglaublich viel, dass ich es in großen Stückzahlen verkaufen kann. Also eigentlich gar nichts. Auch so ein Neid ist nicht sonderlich viel wert. Ja, ist egal. Ich brauche nur ein bisschen Stuff. Das passt alles. Ah ja. Research Center. Ah, du siehst aus wie ein Soldier von Lurnen wahrscheinlich. In comment, we are with the monsters in the layer of the south. Noch weiter south. Also wenn wir noch weiter south von hier gehen, kommen wir früher oder später beim Plateau an. Sorry. Stimmt, wir hätten eigentlich das vergessene oder das vergessenes Plateau, verschollenes Plateau. Den Startplatz von Breath of the Wild. Hätten wir eigentlich mal besuchen sollen. Was ist mit dem Shrine of Resurrection? Gibt's den noch? Maybe. Alright. Hm? Ah ja. I feel awful. Yeah, I can tell why. Hey, traveler. I'd stay away from that stuff if you care about your health. Folks are calling it gloom. If you get any on you, you start losing your strength. It's like sapping your life away. I touched some gloom while poking around in the depths, and now look at me. The worst of it, I recover on its, the worst of it will recover on its own, little by little, as long as you are on the surface. But while you're in the depths, you won't recover at all. Though I was going to thought I was going to die down there. Some investigation leader I turned out to be is just pitiful. I completely relied on Devil. Devil. So I really want to recover by morning. Okay, interesting knowledge. Wenn wir zu nah an Sachen dran sind, ne, also wenn wir zu nah unten dran sind, an Gloom, lösen wir Health, aber wir kriegen es nicht wieder, wenn wir lang genug weg sind. Das heißt, wir werden einiges von diesem Regeneration-Zeug brauchen, von den Blümchen. Problem ist, wir haben eine und die ist für eine Quest reserviert. Eventuell werde ich die Quest schnell machen, damit ich das nicht vergesse. Ja. Shape Rotation. Oh ja. Wusstet ihr, dass ich 80% aller Shapes erstmal direkt falsch rotiere? Close enough.
Kiste. So will ich wahrscheinlich erst hier durch, um an die Kiste ranzukommen, oder? Danke. Hing an der Seite fest. Oh. You just... Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob das so gewollt war, aber... Naja. Funktioniert jetzt schon. Okay. Interesting. Oh, okay. I get it. Ich will das dahin haben. Close enough. Hello. Moin 21. Einen wunderschönen guten Abend. What is up? Ich habe einen Paraglider. Pura gave me one. Finally. Und wir gehen gleich in die Abyssal Zone. Also wir gucken uns das erste Mal die Chasms an, aka die Underworld. Prost. Also ich kann 3 Herzen wiederherstellen. Aber bevor wir das machen, werde ich einmal ganz kurz die eine Quest, die ich habe, abschließen. Weil ich das sonst komplett vergesse. Und ich reserviere sehr ungerne Ressourcen, wenn ich die einfach auch schon vorab so abschließen könnte. Gibt es nicht auch Gloom Resistance? Nichts, was ich weiß. Also ich weiß, dass ich durch diese Sun-Dinger, ne, also durch die... Wo sind sie? Da, durch die Dinger, Sun Alliance, kann ich das hier machen. Und das regeneriert Herzen, die ich verloren habe. Aber soweit ich weiß, gibt es nichts, dass du überhaupt gar nichts verlierst. Habe ich mich gerade an die Ah ja, ich habe mich an die falsche Stelle teleportiert. I am a fucking genius. Also ich habe zumindest nichts gesehen. Ich kann gleich nochmal durchgucken. Aber ich wüsste von keinem Material, was das macht. Da. Dann zweiter Ausdauer. Ja, einen Ausdauer habe ich mir schon geholt. So. Ich weiß zwar theoretisch, was ich zu tun habe, aber die Interpretation von Wild Greens ist eine sehr große. Deswegen erlaube ich mir hier an dieser Stelle, einen Save zu machen. War's. Moin, Foxy. Veggie Porridge. Ich hoffe, das funktioniert.
Es gibt Nass Clatter Resistance. Das gibt es, richtig. Man kann an nassen Gegenständen klettern. Aber dafür gibt es jetzt eisige eisige Sachen. Und da bin ich mir nicht sicher, ob es funktioniert. Is this gentle aroma? Is this porridge I smell? Could it be? Make the purge? Yes. Sunny veggie porridge. I never made anything sunny before. Maybe this will help my grandmother. I fucking hope so. Dann kann ich nämlich den ersten Sidequest-Block auf meinem Papier abstreichen. A few bites of your sunny veggie porridge and it's like you've never been even sick. So you're the one who made the porridge. Yes. Look at us, we are a hero. Ich gehe mal davon aus, dass es abgeschlossen. Also ich fange schon mal an, die... Ne, ich habe alles, was ich über eine Sidequest weiß, habe ich quasi aufgeschrieben und dann in so einen Block gemacht. Und jetzt habe ich den Block einfach durchgestrichen, damit ich... Weil das Game, die Charakter reden zwar von der Quest und dass sie A und B und sonst noch irgendwas brauchen, aber solange sie nicht offiziell sagen, und jetzt geht's los, fängt die Quest nicht an oder du bekommst keinen Logbucheintrag. Deswegen habe ich mir schon aufgeschrieben, dass Robbie quasi noch eine Follow-Up-Quest oder eine Prerequisite-Quest hat. Und die Rezepte für die Porridge habe ich mir ebenfalls aufgeschrieben, weil in dem Rezept oder in dem Logbuch von mir stand nur, ich muss so ein Ding herstellen. Aber aus was das besteht, steht im Logbuch nicht drin. Das hat nur die Person an sich gesagt. We're making trade route, ladies and gentlemen. Genau, die Schleichrüstung ist auch billiger. Wir haben zwar jetzt derzeit nichts, was ich unbedingt verkaufen will. Nicht unbedingt. Ich will jetzt noch ein bisschen rauszögern. Aber ja, wir haben jetzt big, big Rabatt. Thank you. Yeah. Hast du schon herausgefunden, was diese Gloom-Hände sind? Gegner. Andernfalls nein. Sehr schön. Alright. I guess that's it. Dann back to our objective. Ich will die Kamera anlocken, damit ich anfangen kann, das Kompendium auszufüllen. I'm sure we will golden. Was Robbie? Was ist das Leuchten bei den Towers? Das Leuchten hat angefangen, seit wir den ersten... Warte, ich kann es dir hier zeigen. Nachdem wir bei Lookout Landing waren, hat Pura und Scheiße und Joshua haben die
alle anderen Tower jetzt aktiviert und wir können jetzt anfangen, alle Tower auf der Map auszufüllen. Und das Licht ist einfach nur, dass man dahin geht. Keine Ahnung. At the chasm. Ah. Are you Link? Pleasure to meet you. I am Ponic from the Sonai survey team. Robbie told me to guide you here once you arrived. But he rushed along with such a haste that didn't bring enough Blightbloom seeds. And now I've run out. So, I lost sight of him. Ah. I thought he was taking a short walk over to the glooming area over there. Glowing, sorry, nicht glooming. But then he just kept going. And going. And last I saw him, he was heading way out here over to the west. Kompass dürfte ja funktionieren. Do you have any Blightbloom seeds with you? Yes. Ah. That's great news. Light from the surface doesn't reach down here. As you might have noticed. You'd be risking your life to wander here without a light source, you know? You can easily get Blightbloom seeds from caves and they're light up if struck. I know. Thank you, I know. Oh. Ah. Dankeschön. Deep Firefly. A multi-winged insect that lives in the depths excretes luminescent elements that can be cooked into an elixir, which will be added in a faint glow to anyone consuming it. Ah, yes. I hereby play my trap chord. It is called Tomatoes. I'm going to be honest, I expected more. Ich mag die By-Type-Sortierung, damit ich mir einfach angewöhne, wie die Sachen sortiert sind. Weil die ganzen Sachen, die, ich nenne es jetzt mal, useful zu werfen sind, sind im hinteren Teil einfach. Ein so ein Ding macht echt extrem viel Licht. Ist es eine andere Art von Baum hier? Wait, Baum? Wie kann hier ein Baum sein? Also, ernst gemeinte Frage. Für Baum braucht man Licht. Okay, der Baum ist auch nicht sonderlich hölzig. Sagen wir es so. Light Root. So ein bisschen wie Pikmin? Geht so. Zumindest die Höhlendinger sind wie Pikmin. Diese Sublevel-ähnlichen Sachen. Ah, okay. Die Light Roots sind quasi das Mapping unten drunter. Ah, und geheilt hat es mir wahrscheinlich auch. Alright. That is pretty cool. Okay. Mitnehmen? Nein. Hm.
Ich frage mich halt, wir sind jetzt in den Depths, ne? Also, das hier ist quasi... Wait a second. Was ist das für ein Symbol? Das Symbol ist der Eingang für den Chasm. Und wisst ihr, wo ich ein ähnliches Symbol auch schon mal gesehen habe? In der Skyview. Das heißt, von der Sky Area gibt es wahrscheinlich, also entweder das ist eine Map von irgendwas Hellem, was ich nicht erkenne, oder es geht noch weiter höher. We are going to fucking space. This is a call-out post to my followers on twitter.com. I am going to piss on the moon. Gut, reicht. Nein, die haben keine Auswirkung dafür. Okay. Ich dachte, vielleicht kann man das temporär irgendwie so ein bisschen wegdrücken. Aber nein. Don't mind me. Shit. Das proggt sehr schnell. Na egal. Ah, das ist einfach nur ein... Frongus. Ich find's cool, wie die Musik anfängt, diese Deep Tones zu haben, wenn man zu nah an dem Zeug drin ist. Puffshroom, a mushroom that spreads a cloud of fine spores when stimulated stimulation is applied. The bitter powder makes them inedible. Okay. Mudbud, a wild flower that with a powerful odor that can disorient and confuse, making it difficult to tell friend from foe. Ooh, frenzy arrows, sagst du? That boy just had enough and basically just sudokued himself. More
goblin horn, a hard horn that results from a skull mutation attached to a weapon. Kann ich eigentlich... Ich wollte gerade fragen, kann ich eigentlich ein Schwert an die Pfeile ranhängen? Aber nein, sieht nicht so aus. Tomate, mein Junge. Oh, okay. Alright, I see what you're doing. I see what you're doing. Yeah, sure, that will work. Large Zonite. A Zonite of especially high purity. The amount of energy concentrated in it allows for much higher power output than regular Zonite. Cool. Alright, ich gehe mal weiter nach Westen. Ich wünschte, man könnte mit Pfeil oben und unten zwischen den verschiedenen Types quasi einfach schnell hin und her gehen. Okay, schade, sie fliegen weg. Ich habe vielleicht gedacht, die fühlen sich vom Licht angezogen. Aber nein. Ich nehme einfach mal ein bisschen von allem mit, oder? So, jetzt sollte es wirklich nicht schwer zu farmen sein, 21. Die größeren Blumen machen größere Felder, ja. Das haben wir schon herausgefunden. Warte mal, ich habe doch eine Weapon... mit Improved Sneak Strike. Hat noch gezählt, oder? Der hat gerade den Anti-Mate-Move gemacht. Aber hardcore. Der hat gerade seinen Kollegen angezündet. Actually can't see shit. Schade. Ich dachte, die Pflanze bleibt dran. I don't know what. Good enough. Ja, ja, ich mach was gegen das Geräusch. Und da hat sich auch noch eine andere Frage beantwortet. Ja. Erst Max Health Wiederherstellung, dann Heilung. Andernfalls wäre es ein bisschen dämlich gewesen, aber was willst du gegen machen? Yeah.
das sind die Ayakudas. Wie ein Barracuda, aber in der Luft. Ne? Macht Sinn. Sehr viele Bombflaws. Sehr viele Bombflaws. Yasus. Nee, sorry. Ayu Sas. So rum. Ah, ich gehe mal davon aus, ne? Innerhalb von der Höhle restort sich ja Gloom Damage nicht. Ich glaube, in der Nähe von diesen Safe Spots, nenne ich es jetzt mal, würde es wahrscheinlich anfangen, wie wieder zurück. You know what? We can find that out. We can easily find it out. Das Ding ist literally ein Teleporter nach da runter. Also notfalls gehe ich einfach kurz nach oben, wenn ich kein Healing Item dafür verschwenden will. Man könnte denken, ich habe schon mal ein Spiel gespielt. Na, Robbie? Look at how bright this thing got. That light down in this dark is downright refreshing. Hm. In fact, it's so luminous, it's almost like we're on a surface. Just standing here, it makes me feel so much better. Zumindest hatte ich meinen Bright Brain Moment, bevor ich mit ihm geredet habe. Hey, it's you. You're finally here. I need you to show what I found. This statue, it's standing tall on two legs, one arm raised. Hi. It looks an awful lot like the figure Joshua showed us on the piece of slate, doesn't it? Alright, get that camera of yours ready, it's time to put work in. That's right, I forgot, you hadn't used the camera when we last spoke. Very curious indeed, given it's one of the Pura's pet's basic function. Hmm, gonna put a pet for a second, oh yeah. Well, that's the problem, your camera's locked, and so is the Hyrule Compendium. Hang on. You press this while you pull this, and then you tap that. Bip it, pop it. Ah ja, willkommen zum vorletzten Tool. I will enjoy doing that. Boom. Now you should be able to use both the camera and the compendium. So, go capture a picture of the statue, if it's a good picture, to verify that it's working properly too. Test it out. Experience is much better teacher, after all. Once you capture the image, come back here. I want to see how it looks. Hitler. Hey you, how'd it got? If you captured an image of the statue with your camera, then hurry up and show it to me. I'd like to see how it looks. Ja, Robbie, sagte. You got a good picture? I have made a picture. Stupendous. Looks like we captured it well. I'm sure Joshua will be satisfied with this. Soll ich nicht vielleicht noch ein paar Bilder von den anderen Seiten machen? Ich wäre jetzt nicht sagen, man braucht vielleicht eine
ein ganzes Bild von dem Ding, also so eine dreidimensionale Repräsentation. Ein Bild ist da schon ein bisschen wenig. Lighting up that immense root, gathering us a picture of the statue. You just started helping us research here what's down here, but soon enough you're going to have even more to investigate. Well then, it's time to head back up to the surface. See you at Lookout Landing. Don't make Joshua wait too long for that picture. How do you get back up? How is he coming back up? I don't get it. Also mit diesen Firefly-Dingern haben wir jetzt genug. Die Muddlebutt-Dinger sehen actually interesting aus. Wenn die das machen, was ich denke, was sie machen, dann könnten die sehr, sehr, sehr interessant sein. Die werden auch hier hinten aufgelistet, ne? Als, ich nenne es jetzt mal, Effekt-Floor. Nee, werden sie nicht. Hä? Wo werden die aufgelistet? Bin ich blind? Ah, die werden hier aufgelistet unter Blumen. Ja, okay. Most used by Zona Device. Also die Typings finde ich irgendwie strange. But maybe that's just me. After all, I'm the guy who puts a tomato on my bow. Fühlt sich wirklich ein bisschen an, als würde ich Pikmin spielen. Das hätte man ein bisschen besser machen können. Glowing spirit orb found all over the depths. Offer those to the bargain statue for a variety of rewards. Die Posts, die ich kenne, haben dich etwas unschöner angegabbelt, aber yeah, sure, I take it. Dinge haben basically kein Leben. Was mache ich jetzt gegen dich? Weil ich kann dich ja nicht wirklich anfassen. Oh. I can. Okay, man darf sich einfach nur nicht von denen hitten lassen. Apparently ist Anfassen komplett okay. Was seid ihr? Oh wait, I don't have to guess what you are. Oh, ihr auch da. Er hat die Bombenflow getroffen.
Muss man ein bisschen aufpassen, wenn die Bombflaus in der Umgebung haben. How did you see me? Ah, thank you. Shield, bitte. Hier sind echt viele von diesen Deposits. Kannst du bitte aufhören, da drauf zu schlagen, sondern auf den offensichtlichen Punkt, den man schlagen kann? Ah, da ist der Vogel gestorben. You little dipshit. You eaten the flower. What a little dipshit. Ah, interesting. Ah. Frog und Fox. Ein Frox. Na. Der Name allein sagt allerdings schon, dass es auch einen großen Frox gibt. Wenn das ein kleiner ist. Metagaming. Ich glaube, das ist das Ende von der Seite, ja. Ah, je. I forgot. That's the tool I have. Das ist aber nicht mehr im Westen. Ich wollte eigentlich Richtung Westen gucken. Aber ich habe das Gefühl, Richtung Westen in die Richtung. Ja, ich glaube, in die Richtung ist Feierabend. Ja. Ah, cool. Ich glaube, wir können noch kurz das da hinten auschecken und dann gucken wir wahrscheinlich erstmal weiter. Ja, ja, ich mach was gegen das Geräusch. So. Oh, alright. Oh, Daphnis Canyon Mine. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber Daphne dürfte der Name vom König Hyrule gewesen sein, zur Zeit von Wind Waker. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht vertan, aber ich glaube, so war das. Rosporus Daphne von Hyrule.
Okay. Joink. Miner's top, you glow. Featuring lamps and various sized filled with bioluminescent materials. Well, don't mind me. Sieht ein bisschen aus wie so ein BDSM Cage Top, aber yeah, sure, why not? Oh, ich dachte, das ist so ein gigantischer Mineshaft, aber nein. No, it isn't. Ganz ehrlich, diese Höhlendinger sind dope. I love them. Und ich glaube, das, auf was wir gerade laufen, sind Conveyor Belts. Auch wenn die Tatsache, dass das aus Stein besteht, ein bisschen sinnlos ist. Hallo. Oh boy, well, don't mind me. Go-Go Gadget, Bomb Flower. Again. Good. Okay, also das muss man, da braucht man definitiv noch ein Quality of Life Patch, dass man schnell zwischen den Sachen hin und her switchen kann. Und nein, ich meine nicht, dass einfach die most used Sachen dann auf der Seite sind. Sondern ich will von Anfang an einfach Gruppierungen setzen können von den Sachen, denen ich denke, dass ich die häufig brauche. Und dann schnell zwischen diesen Gruppen hin und her ändern. What is you? Ah, Traveler's Spear, aber mit Markchen dran. Aka, es ist nicht die Kate. Hi. Sagt das Kompendium eigentlich irgendwas dazu, oder ist es einfach nur, jo, das sind solche Sachen. You can have them. Cool. Muss man auch alle fotografieren? Yes, as always. Ich hoffe auch, man kann es kaufen, aber ich habe actually fun damit, das Ding komplett auszubauen. Ich will mal austesten. Wenn ich euch das jetzt dahin schieße, ne? Yep.
eat it. Aber was ist, wenn ich es euch da hinsetze? Okay, früher oder später kriegen sie mit, dass es nicht funktioniert. Ey, der eine, der das Ding gefressen hat, hat auch den Seed. Nein, hat es nicht. Jeder von denen hat die Seeds. Okay, never mind. Never mind. Der kürzeste Weg zwischen zwei Punkten ist eine gerade Linie. Die Nick KM Lightroot. Und wir sind immer noch in Central Hyrule Field. Central Hyrule Cavern oder Depths oder wie auch immer. Das heißt, wir sind in einer Höhle. There will be more.